Ja, hallo von der Nacht. Das ist dann schon mal ist ja alles. Genau, erstmal vielen Dank noch für das Feedback zu den, dass ich keine Reality-TV mehr mache. Habe ich auch ein bisschen gedacht, oh Gott, vielleicht ist das ganz schlimm für alle, aber scheinbar ja nicht so. Ja, machen wir mal heute weiter im Text, sag ich mal. Ich will auch schon mal ankündigen, dass bald ein Wutkurs rauskommt, auch wieder zum Frühbucherpreis, aber ich weiß nicht genau, wann der an der Website ist. Kann vielleicht auch schon heute, vielleicht ein paar Tagen. Ich werde auch mal noch was zu sagen, aber nur, dass du schon mal Bescheid wirst. Ja, also heute haben wir so das Gleichnis des Verlorenen, der verlorenen Tochter oder der verlorenen Sohn, besser gesagt. Nämlich, ja, es geht darum, dass man das Gefühl hat, ein anderes Geschwister wird, also wir reden noch von erwachsenen Menschen hier, wird bevorzugt, obwohl man eigentlich die ganze Arbeit mit den Eltern hat. Und da können wir mal schön sehen, wie das Universum hier so funktioniert, wie es immer wieder deine eigenen Themen spiegelt und wie das nicht so ist, wie man denkt. Also wir haben ja auch, deswegen habe ich auch People-Pleaser-Kurs und viele Sachen zur Co-Abhängigkeit und was weiß ich. Letztlich auch mein Hauptmodul geht es ja auch darum, dass man, falls man denkt, wenn man ganz viel macht, dass man ganz viel zurückkriegt, dass man da so dermaßen falsch liegt, wie man nur falsch liegen kann. Man kann also gar nicht größer falsch liegen im Leben. Und das haben wir hier mal wieder schön aufgeschlüsselt von der Anna Tiloskola und immer diese Russin, aber wir gucken mal. Hallo Christian, ich habe mal eine Frage zu einer Situation, die in meiner Familie vorkommt. Ich habe einen älteren Bruder, der nun seit einigen Jahren verheiratet ist und seine eigene kleine Familie hat. Soweit, so gut. Allerdings hat mein Bruder im Laufe der Jahre die Tätigkeiten, Besuche für meine Eltern und die restliche Familie so gut wie eingestellt. Seine Frau scheint die Besuche auch etwas zu boykottieren, aber naja. Meine Eltern sind darüber natürlich sehr enttäuscht. Ich bin im Gegensatz zu meinem Bruder relativ oft bei meiner Familie, also übersetzt, du machst viel. Jetzt wollen wir mal gucken, ob du auch viel zurückkriegst. Ich muss schon immer so hysterisch lachen bei sowas, weil die Welt funktioniert so einfach nicht. Leider, aber da werden wir uns noch ausführlich besprechen gleich. So, und tu soweit ich kann, was neben der Arbeit. Allerdings denke ich mir manchmal, dass mir das alles gar nicht anerkannt wird, sondern das schon als komplett selbstverständlich angesehen wird. Das ist leider genauso, was nette Leute sagen beim Dating, ne? So, alle wollen immer einen netten Partner haben. Wenn du dann nett bist, ist auch nicht richtig, ne? Ist wieder zu langweilig und nicht genug eckig und ja. So, wenn mein Bruder sich dann einmal im Jahr übertrieben gesagt meldet, habe ich den Eindruck, dass schon fast der rote Teppich ausgerollt wird. Also ich glaube, das wird werden viele kennen. Also ich höre das immer ganz oft. Und wer jetzt nicht so bibelfest ist, dass ja das Gleichnis des verlorenen Sohnes ist, was ich noch nie verstanden habe, dass da ein Sohn haut halt auf die Kacke und was weiß ich, säuft rum, hurt rum, keine Ahnung, geht jahrelang ins Ausland und der andere bleibt zu Hause und arbeitet immer brav bei dem Vater und dann kommt der verlorene Sohn zurück und dann gibt es erstmal ein riesen Dorffest, was der andere Sohn natürlich nie gekriegt hat. Ich habe das nie verstanden, was daran jetzt besonders christlich ist, keine Ahnung. Aber vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Ich habe zwei Kollegen, denen es genauso geht, ja, das ist ja, wie gesagt, komme ich gleich noch zu. Deren Brüder tun quasi auch nicht viel, werden aber auch begeistert empfangen. Das ist übrigens auch bei, das erleben, glaube ich, auch viele so Patchwork-Familien, dass Kinder manchmal zum aggressiveren, böseren Elternteil auch, oh, hier schon wieder, ey, was hier mal eine Lärmkulisse ist in der Stadt. Okay, also zum böseren Elternteil tendieren, das nennt man in der tiefen Psychologie dann immer Identifikation mit dem Aggressor, wo der nettere Elternteil sagt, ja, wieso sind die nicht mehr bei mir? Ich bin noch auf dem Papier ganz klar der Nettere. Aber nicht mal da funktioniert es. Also zumindest nicht regelhaft, kann man sich nicht drauf verlassen. Wie kann man mit so einer Situation am besten umgehen? Jahrelang habe ich das so hingenommen, weil es natürlich auch mein Bruder ist. Jedoch sind meine Eltern natürlich auch im Rentenalter und ich weiß einfach, dass meine Eltern mal Hilfe benötigen und alles wird an mir hängen bleiben. Ja, gut. Also das Leben ist halt nicht so, wie man denkt, sondern das Leben ist so, wie es ist. Und es gibt manchmal immer das Gefühl, es gibt hier so geheime
Regeln und können wir jetzt auch so spirituell sagen, dass das Leben ist ja halt ein Spiegel, wie du bist. Das ist ja auch in meinem, wer den mal gemacht hat, hier mein Hauptkurs Umprogrammierung des Liebeschips, ist da glaube ich eine der ersten Sachen. Ich weiß nicht mehr jetzt ganz genau den Wortlaut, aber es geht so, wenn du dich verhältst wie eine Königin, wirst du wie eine Königin behandelt, ne? Oder es gibt ja auch dieses schlimme Sprichwort, was leider wahr ist, wie geht das nochmal, sei ein Star, mach dich rar, ne? Das ist leider, ich würde mal sagen, so, wenn Leute wirklich erwacht sind und nicht mehr auf so einer 3D-Ebene funktionieren, apropos, wer sich noch für ein Hörbuch oder eine Lesung hier von meinem Buch Neue Dimension der Liebe interessiert, ich habe ja noch einen ganzen Stapel bekommen, einfach mal melden, das können wir mal vertickern hier. Also, wenn du nicht wirklich erwacht ist, sondern so auf so einer, wie gesagt, so einer 3D-Ebene von ja, Drama, Dopamin, Täter-Opfer-Beziehungen und dieses Ganze agiert, der kann das häufig nicht anerkennen, wenn Menschen einfach nett sind. Ne? Der hatte, ich weiß nicht, das ist irgendwie, man ist dann so in seinen Emotionen und man ist dann vielleicht verletzt, dass der Bruder sich nicht meldet und dann meldet er sich plötzlich und dann oho und Riesenhallo. Und das ist genauso wie wenn toxische Beziehungen interessanter sind als normale Beziehungen. Ich sage jetzt nicht, dass es toxisch ist, aber versteht ihr, das ist das Gleiche wie dieses Hin und Her und Drama, meldet es nicht und plötzlich meldet er sich. Das ist das Gleiche wie in kaputten Beziehungen, Krümelbeziehungen, wo du nichts kriegst und plötzlich kriegst du irgendwas und wenn darauf dann so stark reagiert wird, dann weißt du auch, dass diese Person irgendwo nicht richtig erwacht sind, so, aber da kannst, das nicht, kannst du nichts machen, so erstmal, ne? Nur du kannst anerkennen, ja, okay, du sagst jetzt nicht, wie du dich da verhältst, aber ich sag mal so, benimmst du dich wie eine Königin, bist du wie eine Königin behandelt, benimmst du dich wie Aschenputtel, ich übertreib jetzt mal, ne? Bist du wie Aschenputtel behandelt, ne? So, das heißt, wenn du immer deinen Eltern, also ohne, dass sie sich groß bitten müssen, sozusagen, die Menschen gewöhnen sich auch dran, das ist die andere Sache, ne? Immer alles machst und immer alles hinterherräumst, ja, dann wirst du für selbstverständlich genommen, wie so ein Aschenputtel, ne? Und wenn der König aber kommt, ja, weil das ist bitter, ne? Was kann man daraus jetzt lernen? Du kannst lernen, okay, wie für uns alle, das Universum oder das Leben gibt uns Hinweise und wir können jetzt darauf reagieren, wir können es natürlich auch lassen. Ich kann dir sagen, wie ich reagieren würde. Ich will jetzt nicht sagen, dass das unbedingt richtig ist. Ich würde keinen, ich will es nicht übertreiben, aber ich übertreibe trotzdem mal ein bisschen. Ich würde keinen Handschlag mehr machen, bis deine Eltern dich besser behandeln, so, ne? Oder genauso gut wie dein Bruder, ne? Und ich würde das kommunizieren. Ich würde sagen, ich glaube, das kennen auch ganz viele. Ich höre das wirklich so oft. Ich würde sagen, hey, wenn ich sehe ja hier, wie viel Aufriss ihr für den macht, ich würde das auch ganz klar kommunizieren. Der macht gar nichts, ich mache ganz viel und bekomme weniger Aufriss, das macht für mich keinen Sinn, ne? Und da würde ich jetzt auch nicht so denken, hier erwartungslose Liebe und ich mache das für meine Eltern, ohne irgendwas zurückzukriegen. Nee, das ist People-Pleasing, das ist co-abhängiges Verhalten. Ich würde sagen so, okay, also wenn das so bleibt, ne, und ich sozusagen, obwohl ich mehr mache, weniger Aufmerksamkeit von euch bekomme, wenn das wirklich so ist, dann würde ich das runterschrauben und würde irgendwann an dem Punkt, also da darf man auch nicht so dran hängen, ne? Ich muss das jetzt machen für meine Eltern, du musst gar nichts. Also solange die noch so fit sind, dass sie dich schlecht behandeln können, brauchst du denen auch nicht helfen, so, ne? Ich meine, irgendwann macht sich das mal ändern, aber da würde ich sagen, hey, also sorry, es stimmt für mich nicht so energetisch, muss man jetzt auch keinen riesen Aufriss machen, ne? Stimmt für mich energetisch nicht. Wenn das so ist, wie ihr tickt, werde ich mich darauf einstellen und das wird dann so aussehen, dass ich auch nicht mehr viel machen werde. Fertig. So, ne? Und da darfst du deine Eltern auch ein bisschen erziehen, ohne da irgendein großes Ergebnis zu erwarten. Das kommt vielleicht oder das kommt nicht, so, ne? Aber ich würde niemand mehr, egal ob du mit dem blutsverwandt bist, ich würde niemand mehr hinterherlaufen, der sich keine Mühe gibt in der Beziehung, ob das jetzt deine Eltern sind, deine Kinder, Erwachsene, also kleine Kinder ist was anderes, erwachsene Kinder sind, ob das Geschwister sind, ob das der Kaiser von China ist, völlig wurscht. Es gelten immer für alle die gleichen Regeln. Und aber wie gesagt, ich würde da jetzt auch ohne Wut jetzt sehen, ja, ich habe mich vielleicht selber zu klein gemacht und selber zu wenig erwartet, selber zu wenig Ansprüche gestellt, wie ich behandelt werden möchte. Und das akzeptiere ich jetzt. Diese, das ist ja, sage ich ja immer wieder,
eigene Verantwortung übernehmen, heißt in diesem Falle zu sagen, okay, das habe ich mir auch ein bisschen selber inszeniert und ich werde das jetzt ändern, weil jemand anders wird es nicht für mich ändern, so, ne? So läuft das Leben ja halt, das ist fucking anstrengend oft, und es ist total deprimierend, aber sagen wir mal ehrlich, das ist doch in der ganzen Gesellschaft ist das so, warum werden Altenpfleger so schlecht bezahlt, warum feiern wir diese, also das heißt wir, ich sage jetzt mal die Gesellschaft, warum feiert die so narzisstische Menschen ohne Ende, die nur an sich denken? Ich weiß, letzten Endes habe ich da keine richtige Antwort darauf, ich stelle nur fest, dass es so ist. Also die Leute, die die kriegen ja auch die meisten Partner, die wirklich, also da weißt du, so narzisstische Menschen, ich sage jetzt nicht klinische Narzissten, sondern so narzisstische Menschen oder egoistische Menschen, die machen das, die denken nur an sich und sagen, hey, ich bin die geilste Kohle an der Wüste, ob sie es jetzt ganz tief drin glauben, weiß ich nicht. Und kriegen dann entsprechende Ergebnisse, dass Leute dann auch, obwohl die oft nichts tun, vielleicht in der Firma auch nichts tun, arrogant sind, kriegen die meiste Aufmerksamkeit. Also für mich ist das Zeichen, dass die Welt vielleicht noch nicht so weit ist, also dass die Welt das noch nicht wertschätzen kann, Menschen, die so im Hintergrund sehr viel tun für die Gemeinschaft. Also solange unsere Gesellschaft das nicht wertschätzen kann, im Großen wie im Kleinen, so, ne, sind wir nicht erwacht als Gesellschaft, ne? Solange wir noch irgendwelchen Schaumschlägern hinterherrennen und die auch womöglich wählen und oder uns von denen sagen lassen, wie es läuft, solange sind wir nicht, weiß ich nicht, funktionieren wir noch auf 3D-Niveau und ja, können unseren eigenen Wert auch letztlich nicht so richtig sehen. Das ist im Kleinen wie im Großen ist das ja das Gleiche. Und aber es ist, wie es ist, ne? Also wir können nur jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das schon, und jetzt natürlich auch nicht auf so eine aggressive, arrogante Art. Also das ist wirklich nicht, was ich, sondern dass du einfach ganz ruhig für dich einstehst. Ne? Guck doch gerne mal im People-Pleaser-Kurs rein. Ganz ruhig für dich einstehst und sagst, so nicht, ne? Letztlich ist es auch bisschen Richtung Standards und Dealbreaker natürlich. Aber super Thema. Ja, danke für deine E-Mail. Und was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.